Einmal im Quartal verschickt die Rum Company ein Tasting-Set an alle Mitglieder ihres Rum-Genießer-Clubs. Im Set befinden sich eine Auswahl von 6 Probierfläschchen, jeweils mit umfangreichen Hintergrundinformationen über die Rums und ihre Destillerie. In diesem Video öffne ich eine der Probierfläschchen und wenn ihr alle 6 Rums der Lieferung sehen wollt, dann schaut am Ende dieses Videos und klickt auf den Link in der Beschreibung oder klickt auf die Infokarten. Ich habe ja schon die ersten 3 Fläschchen aus der letzten Quartalslieferung ausgepackt und zusammen mit euch verkostet. Die könnt ihr auf jeden Fall in meinen Videos finden. Und ich bin euch noch 3 weitere schuldig. In diesem Video gibt es jetzt den Coxbar XO Masters Select Rum. Ich weiß selber nicht, was uns erwartet. Ich werde mal hier dieses Kärtchen zusammen mit euch inspizieren. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Als erstes werde ich mir hier diesen Rum mal einschenken und zwar nur ein kleines Schlückchen, denn ich habe vor, heute noch mehrere Videos zu machen und dann sollte ich möglichst bis zum letzten Video durchhalten. Also, ich werde hier mal so einen kleinen Schluck abfüllen und dann schauen wir uns mal das Kärtchen an, was da so draufsteht. Was ist der Coxbar XO Master Select Rum? Der ist ein Blend von Rumsorten, die in amerikanischen Bourbonfässern lagern und Reifung aus spanischen Oloroso Sherry Fässern nach sich ziehen. Jede Charge wird aus einer limitierten Menge von 100 Fässern abgefüllt. Also tatsächlich was ganz Besonderes. Er riecht sehr weich auf jeden Fall. Witzig, steht sogar Duft, angenehm weich. Nach Pflaumenkompott und Sahnekaramell. Also den Karamell riecht man raus. Ich finde auch ein bisschen Vanille. Ja, und er riecht tatsächlich weich und ein bisschen nach Butter vielleicht. Das ist bestimmt das, was sie als Sahnekaramell hier bezeichnen. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Und anfangs hat er überhaupt keine Schärfe, die dann aber tatsächlich nach sich zieht. Also so im Abgang ist er doch etwas scharf. Also es jetzt noch, während ich rede, geht das hier so voluminös in die Wangen. Also das ist ganz interessant. Ansonsten steht hier, dass der Geschmack ein kräftiger Auftakt mit schönen gereiften Fassaromen ist. Das habe ich in der ersten Sekunde nicht so empfunden, aber dann halt tatsächlich explodiert er so ein bisschen im Mund tatsächlich und eine dezente Süße und einer feinen Vanillennote. Das ist wahrscheinlich das, was ich vorher auch gerochen habe, die Vanillennote. Deutlich ist, das Zuckerrohr zu schmecken. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so deutlich. Es hat halt schon eine Süße, das auf jeden Fall. Es explodiert so nach 2-3 Sekunden ein bisschen im Mund. Nicht doll, nicht unangenehm, aber ganz interessant. Und es schmeckt tatsächlich süß. Ihm fehlt so ein bisschen die Kräuter, finde ich. Denn er schmeckt halt einfach süß nach Vanille. Und das war's dann auch. Also so ganz besonders ist er nicht. Meine Meinung. Langanhaltender Nachklang ist übrigens hier. Das habe ich ja auch gesagt oder habe ich ja auch empfunden, dass tatsächlich noch erst das nach ein paar Sekunden sich sogar entfaltet. Und ein vielschichtiger Abgang, der den Gaumen umschmeichelt, steht hier, das würde einen auch noch erwarten. Wenn ihr zum Beispiel einen süßen Rum sucht, der einfach nur ein bisschen nach Vanille schmeckt und wo ihr dann trotzdem halt noch so eine Geschmacksexplosion habt, dann seid ihr bei dem auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ihr könntet also auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung mal schauen. Da habe ich ihn euch verlinkt. Guckt einfach mal drauf und vor allen Dingen schaut auch drauf, wenn euch die Mitgliedschaft im Rum-Genießer-Club interessiert, denn die habe ich da unten auch verlinkt. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass es ein bernsteinfarbener Rum mit rötlichem Klang ist und dass er 43% besitzt und aus Barbados kommt. Das waren noch so ein paar kleine Ecknotizen, die auf jeden Fall auch noch interessant sind. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn ihr das tut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Nüchtern bleiben. Prost!